Hallo liebe User, hier ist der Holly vom Stellplatzführer.de. Heute möchte ich euch einen kostenlosen Übernachtungsplatz in Girona vorstellen. Als Etappenplatz gut geeignet. Da steht etwas von 72 Max Aufenthalt, 72 Stunden. Der Platz hat 50 Stellplätze, circa 50 Stellplätze. Und nebenan ist jetzt gerade eine Baustelle. Hier ist Rollis zu Hause. Wir nutzen den Platz aber jetzt nur, weil wir hier eine Pause machen. Unser Hund musste mal raus. Der Platz hat keinen Strom, aber eine Ver- und Entsorgung. Ob es hier in der Nähe was zum Einkaufen gibt, müsst ihr googeln. Also da kann ich euch nichts zu sagen. Jetzt haben wir nur als Pausenplatz genutzt. Hier ist die Ver- und Entsorgung. Bodeneinlass. Hier ist die Kassettenentleerung. Und hier vorne gibt es Frischwasser. Am besten sollte man einen Filter benutzen, steht hier. Mit Wasserfilter wäre angebracht. Wie gesagt, Leute, Etappenplatz gut nutzbar für den Süden oder für nach Hause in den Norden. Da es nichts Besonderes hier gibt, sind wir auch schon gleich fertig. Also ich weiß, dass es hier 4 Kilometer von hier ist Zentrum. Da wird es natürlich auch was zum Einkaufen sein. Da vorne sehe ich gerade, hinter dem weißen Auto ist Müllentsorgung. Es wird da getrennt. Sämtliche Abfalltonnen sind vorhanden. Wie immer erscheint unter diesem Video ein Link, der euch zu unserer Stellplatzführerseite führt. Dort könnt ihr nachlesen, wenn ich was vergessen haben sollte. Hunde erlaubt noch. Bitte lasst ein Abo da. Ist kostenlos, wie ihr wisst. Und über einen Daumen hoch würde ich mich sehr freuen. Wie immer, euer Holly vom Stellplatzführer.de.